Ja, die Amerikaner lieben Erfolge. Und in der Ukraine haben sie offensichtlich gerade nicht die Erfolge. Und in Amerika muss der Präsident sich natürlich für seine Politik verantworten. Und wenn er hier nicht erfolgreich ist mit seiner Unterstützung, direkt oder indirekte Militärinterventionen zu machen, dann verliert er irgendwann den Rückhalt in der Bevölkerung, sodass auch hier offensichtlich der Fokus gerade von der Ukraine wegwandert hin zu Israel. Die Amerikaner haben die größte Armee der Welt. Die können auch zwei oder drei Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen unterstützen, zumal die Amerikaner sich ja selber nicht die Finger mit Bodentruppen schmutzig machen, weder in der Ukraine noch in Israel. Wenn man mal sieht, nach Israel sind zwei Flugzeugträger entsandt worden. Hier wird, wenn die Amerikaner eingreifen, eine Luftschlacht geführt werden, beziehungsweise Luftunterstützung der Amerikaner gegeben sein. Das ist ja in der Ukraine nicht der Fall. Außerdem sieht es ja bei dem Ukraine-Konflikt so aus, dass die Amerikaner Waffen liefern, die Industrie, die Waffenindustrie, Rüstungsindustrie in den USA profitiert davon. Aber viele Waffen kommen, wenn wir mal ehrlich sind, ja nun aus Europa, insbesondere aus Deutschland. Und die Amerikaner haben die Arsenale voll und können hier unterstützen. Bei uns Europäern sieht das hier etwas anders aus. Ja gut, jeder Staat sollte in der Außenpolitik und militärische Intervention ist ja eigentlich nur der lange Arm der Außenpolitik, sollte eigene Interessen vertreten. Die Amerikaner tun das sehr massiv, sehr erfolgreich, eigene Interessen zu vertreten. Und man hat ja sich gerade in der Ukraine schon darüber gefreut, dass man für einen relativ kleinen Geldbetrag hier einen Krieg angefacht hatte und sich selber nicht die Finger schmutzig machen muss. Ja, die Amerikaner verfolgen ihre Ziele, ihre wirtschaftlichen Ziele. Man lässt sich ja auch die Waffenlieferung in die Ukraine von den Europäern, von der Europäischen Union bezahlen. Das heißt, hier werden ja keine Waffen verschenkt, sondern verkauft. Bei den Europäern ist das anders. Hier werden Waffensysteme von Polen, von Deutschland, von den Franzosen, von den Briten verschenkt. Ja, die Amerikaner setzen ihre Außenpolitik sehr erfolgreich um und natürlich stehen hier wirtschaftliche Absichten auch im Hintergrund, sei es Lieferverträge. Wir haben es ja damals Interventionen im Irak gesehen. Hier ging es um ganz klare wirtschaftliche Interessen, Ölquellen zu sichern. Und hier ging es nicht um irgendwelche humanitären Unterstützungen oder Einhegung von irgendwelchen antidemokratischen Kräften. Wenn man das Ziel vor Augen hat, das die Amerikaner haben können, kommen wir jetzt natürlich einmal ins Spekulieren, aber man versucht natürlich, eigene geopolitische Ziele durchzusetzen. Und ein Ziel dieser Unterstützung der Ukraine ist eine Schwächung Russlands, quasi ein Systemgegner. Seit Glasnost und Perestroika, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, seit der Formung der Russischen Föderation, haben die Amerikaner, hat die NATO die Russen ja nie als Partner gesehen, obwohl Russland ja auch vertreten damals durch Wladimir Putin, die Hand Richtung Westen ausgestreckt hatte, was die wenigsten wüssten, es war sogar mal im Gespräch, dass Russland der NATO beitritt oder eine gemeinsame Währung. Das ist durch den Westen allerdings dann abgelehnt worden. Und diese Abschottungspolitik ist leider weiter betrieben worden. Das heißt, ein neuer kalter Krieg dann auf Wirtschafts-, auf Handelsbasis ist eingetreten. Und die Amerikaner haben wahrscheinlich ein Interesse, hier einen Systempartner, nämlich in diesem Fall Russland zu schwächen, weil wenn man sich mal die Wirtschaftsdaten anguckt, auch die Verschuldungsgrade, sieht das in Russland deutlich besser aus. Hier sind also riesige Staatsreserven vorhanden. Ja, dass die Ukraine hochkorrupt ist, müsste sich inzwischen rumgesprochen haben. Zu viele Fälle sind bekannt geworden, wo die Ukraine selber Minister, Militärführer ausgetauscht hatte, weil so offensichtliche Korruption und Veruntreuungsfälle vorlagen, dass das nicht mehr vertuscht werden konnte. Ja, Selenskyj selber spielt zwar den harten Staatschef, der dann Tabula Rasa macht und entsprechende Minister dann ersetzt. Nichtsdestotrotz ist die Ukraine natürlich weiter hochkorrupt und die Vermutung bestätigt sich an vielen Enden, dass viele Waffen, die jetzt auch im Gaza-Israel-Konflikt eingesetzt worden sind, über die die Hamas verfügt, ja, Kriegswaffen sind, die aus der Ukraine kommen, die für die Ukraine bestimmt waren, die dann auf irgendwelchen seltsamen Wegen, wahrscheinlich gegen massive Bezahlung,
den Weg in den Gazastreifen gefunden haben. Ja, die Ukraine ist korrupt. Das wird sich so schnell mit Sicherheit auch nicht ändern lassen, auch wenn man sich die Zeit vor dem Konflikt in der Ukraine anguckt. Da war die Ukraine einer der korruptesten Staaten der Welt. Sowas lässt sich nicht mal eben mit einem Fingerschnipp verändern. Das sind langjährige Prozesse, die hier eingeleitet werden müssen, aber das mit Sicherheit nicht in so einem Ausnahmezustand, den wir jetzt gerade dort haben. Natürlich hat Selenskyj Angst, aus dem Licht der Öffentlichkeit zu verschwinden, entsprechend weniger Unterstützung für die Ukraine zu kriegen. Und die Israelis sind gut beraten gewesen, Selenskyj nicht ins Land zu lassen und ihm hier keine Bühne zu bieten. Man sagt uns ja schon seit inzwischen über 10 Jahren nach, dass wir eine Protestpartei sind. Eine Themenpartei gegen Migration, eine Themenpartei gegen Sanktionen für Russland. Man unterstellt uns jetzt, uns für fremde Interessen einzusetzen. Das ist einfach falsch. Wir setzen uns für deutsche Interessen ein. Und sollte die AfD erfolgreich, wie sie ist, das ist die erfolgreichste Parteigründung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, in Regierungsverantwortung kommen, dann mit Sicherheit nicht als Juniorpartner, sondern auf Augenhöhe. Als Juniorpartner kann man relativ wenig bewegen. Ein Parteifreund von mir hatte mal gesagt, wir wollen nicht ein Auto mit Blaulicht haben, also nicht ein Ministerauto oder ein, zwei Ministerien. Er hat gesagt, wir wollen den ganzen Kuchen und wir wollen den ganzen Fuhrpark. Das heißt, wenn wir als AfD in Regierungsverantwortung gehen, dann nicht als der kleinere und schwächere Partner, sondern dann mit einem großen Mandat des deutschen Volkes und mehr Menschen wachen ja gerade auf, unterstützen und sind mit der Entwicklung in Deutschland nicht zufrieden, sehen die Missstände, die gerade die Ampelkoalition über dieses Land bringt, die Politik gegen das eigene Volk, gegen die eigenen Interessen der Bürger macht. Wenn man sich allein das Heizungsgesetz und die Beteiligung am Ukraine-Krieg anguckt, das ist eine Vollkatastrophe. Wenn wir als AfD in Regierungsverantwortung kommen, dann als starker Partner, und da gibt es viele Sachen, die wir zurückdrehen müssen. Die AfD hat ja bereits ein 10-Punkte-Programm veröffentlicht, was möglichst schnell passieren muss. Und in Bezug auf Russland sieht das so aus, dass wir an einer Annäherung interessiert sind, dass wir wieder Bodenschätze, insbesondere Öl und Gas kaufen werden, dass wir eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit anstreben und ein friedliches Handeln. Staaten, die miteinander Handel treiben, wo sich persönliche Freundschaften entwickeln, die bekriegen sich nicht. Und unter den Sanktionen leidet Deutschland stärker als Russland. Hier ist ein dringendes Handeln der Politik nötig und mit uns, mit der AfD, wird das mit Sicherheit passieren.